In dem neu erschienenen Marvel-Comic von Darth Vader wird uns erklärt, warum Luke Skywalker wirklich ins Exil ging. Wenn euch das Video gefällt, dann würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und wenn ihr in Zukunft keine weiteren Star Wars Videos verpassen wollt, dann dürft ihr natürlich auch diesen Kanal abonnieren. Der aktuelle Marvel-Comic über Darth Vader erklärt, dass es neben dem Orden der Jedi auch noch andere Orden von machtsensitiven Lebewesen gab. In dem Comic wird erklärt, warum niemand den Jedi während der großen Jedi-Säuberung half. Im späteren Teil dieses Videos werdet ihr auch erfahren, in welchem Zusammenhang das etwas mit Luke Skywalker zu tun hat. Anhänger des sogenannten Barrashur distanzierten sich vom Orden der Jedi und konzentrierten sich voll und ganz auf die Macht. Wer diesen Schwur durchführte, durfte wegen dieser Art von selbsterlegter Strafe sich nicht in irgendeiner Weise in die Angelegenheiten der Jedi einmischen. Darth Vader ist im Comic, der zwischen Episode 3 und 4 spielt, auf der Suche nach einem gewissen Jedi, um dessen Lichtschwert als Prüfung zu erbeuten. Würde man also der Logik von Darth Vader folgen, dann würde es Sinn ergeben, dass nachdem Kylo Ren alle Padawane und Jedi-Ritter umbrachte, Luke möglicherweise diese Schuld durch Barrash zu verarbeiten versuchte. Luke musste nach dem misslungenen Aufbau eines Jedi-Ordens selbst diesen oder einen ähnlichen Schwur durchgeführt haben. Das würde auch erklären, warum Luke einen so machtsensitiven Planeten als Aufenthaltsort auswählte. Denn Arch-Toe ist der perfekte Planet, um sich vom Orden zu distanzieren und voll und ganz auf die Macht und sich selbst zu konzentrieren. Nicht einmal den Tod von Han Solo drängte Luke dazu, aus dem Exil zurückzukehren. Dafür musste Rey ihn aufsuchen. Außerdem liegt auf Arch-Toe einer der letzten Jedi-Tempel.